So. Da können wir noch nicht lang. Das ist eine Truhe. Aber da kommen wir aktuell leider nicht hin. Ah, da ist sie. Oh, Link. Dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für deine Güte. So. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Ein Juwel der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Gibst du einem Menschen, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. Cool, damit haben wir, zack, 18. Perfekt. Da ist Cookie. Hallo Link, der Dämonenkerl sammelt ganz viele Dings da, der Güte oder so etwas. Kann ich trotzdem wieder bei ihm spielen? Wenn du aufpasst, ist alles okay. Habe ich nichts dagegen. So. Gut, damit haben wir unsere ersten 5. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Einsätze. Da ist schon der nächste. Wo ist sie bloß hin? Oh, was mache ich nur? Was ist denn los? Ach, Link, hast du kurz Zeit, mir zuzuhören? Danke. Es ist so, mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie ist schon zu lange weg, also habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn ihr nur etwas passiert ist, ich mache mir solche Sorgen. Link, kannst du vielleicht nach ihr suchen? Sie hat gesagt, dass diese bunte, runde Insel sie interessiert, also ist sie wohl nach Südwesten geflogen. Ich verlasse mich auf dich, Link. Okay, südwestlich. Dann gucken wir doch mal auf unsere Karte. Rauszoomen, bitte. Kann ich nicht? Also, ich möchte nicht so krass rauszoomen. Nein! Kann ich jetzt... okay. Dann halt nicht. Dann fliegen wir halt erstmal los. Ich weiß zum Glück noch grob, wo sie ist, aber ich möchte auch jetzt einfach mal die Markierung von der Kürbisinsel wegmachen. Deswegen. So. So, hier ist nämlich diese bunte Insel. Und ich glaube, hier ungefähr müsste sie sein. Ich habe natürlich nicht die Insel getroffen. Es könnte auch das da sein. Ach, guck mal. Hi, Kollegen. Ah, guck mal, da sehen wir doch was. Ein abgestürzter Wolkenvogel und das Schwesterchen. Weißt du immer noch nicht, wie sie heißt, aber egal. Wow. Wenn das nicht Link ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogel hat sich bei unserem Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Irgendwie konnten wir hier zwar notlanden, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann allerdings sowieso nicht weg hier, bevor ich seine Verletzung versorgt habe. Und dafür brauche ich Medizin. Und zwar keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Kannst du mir bitte Vogelmedizin bringen? Natürlich. Danke, du bist ein Lebensretter. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder. Geh zu ihm. Bestimmt macht er sich schon Sorgen und wartet am Dorfplatz des Wolkenhorts auf mich. Oh, du hast schon mit ihm gesprochen? Das macht die Sache einfacher. Mein Vogel und ich warten hier. Wir verlassen uns auf dich. Danke. Okay. Diese Roulette-Insel, können wir die schon benutzen? Ich glaube noch nicht. Da kann man tatsächlich richtig schön Sachen... Sachen gewinnen. Später holen wir uns da wahrscheinlich dann ganz viele Rubine. Und ein Herzteil gibt's da, glaube ich, auch. So. Und wir sind wieder da.
Okay. Dann gleich mit ihm hier reden. Ich kann mir die Namen nicht merken und vor allem, sie sagen mir auch eigentlich nicht ihren Namen, ne? Was, du hast mein Schwesterchen gesehen? Ihr Vogel ist verletzt und kann nicht fliegen? Oh nein, bring ihr schnell das hier. Diese Pilzsporen sollten ihrem Vogel helfen. Du hast Pilzsporen erhalten. Sie stammen von einem gigantischen Pilz. Mit ihnen kannst du die Verletzungen des Vogels heilen. Damit geht es ihrem Vogel bald besser und er kann aus eigener Kraft nach Hause fliegen. Bring den Trank zu meinem Schwesterchen. Die leere Flasche kannst du dann behalten. Ich verlasse mich auf dich. Juhu, und wir haben eine zusätzliche Flasche bekommen. Das ist ja geil. Warte. Da. Und zum Glück haben wir noch genug Platz in unserem Inventar gehabt, um sie mitzunehmen. Was war das denn? Okay. Und nochmal zurück. Das ist halt ein Hin und Her und Hin und Her. Aber wir haben es auch gleich geschafft. Wir können ja trotzdem mal zur Roulette-Insel fliegen und gucken, ob wir sie benutzen können. Oder ob sie immer noch... Ich glaube, die wird sogar noch erst noch gebaut. Also die ist noch gar nicht fertig. Und... Bumm. Erstmal auf die Fresse fliegen. Was sie wohl denkt, wenn sie das sieht? Wow. Ah, Pilzsporen. So ein Glück. Du hast die Medizin mitgebracht. Nicht geben, natürlich. Danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Es wird ihm gleich besser gehen. Wow. Das ging schnell. Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinem Vogel und mir das Leben gerettet. Tausend Dank. Cool. Du hast 5 Juwelen der Güter erhalten. Yay. Vor allem das Geile ist, ich glaube, wir bekommen nochmal 5, wenn wir ihrem Bruder Bescheid sagen, dass wir ihr geholfen haben. Also 10 insgesamt. Das ist halt schon geil. So. Jetzt gucken wir mal, was da hinten abgeht. Ja, die ist noch gar nicht fertig. Guck mal. Normalerweise steht da nämlich ein riesiger Turm. Die Insel wird erst noch gebaut. So. Ach du meine Güte, wie sieht der denn aus? Uiuiuiui, komm mir nur näher, junger Mann. Du fragst dich bestimmt, was ich hier so treibe. Eigentlich nicht, aber okay. Genau das wollte ich hören. Ich möchte diese Insel zu einem Ort machen, an dem die Leute Spaß haben können. Soll ich dir ihren Namen verraten? Ich nenne sie Roulette-Insel. Doch bis dieser Ort soweit ist, gibt es noch einiges zu erledigen. Schau doch später nochmal vorbei. Okay. Ja, die muss noch gebaut werden. Aber dann können wir hier richtig geile Sachen absahen. Also das lohnt sich richtig. Da habe ich auch damals... Wenn mir das Geld ausgegangen ist, habe ich hier immer Rubine gefarmt. Man muss nur ein bisschen sich konzentrieren und vorsichtig mit der Wii-Mode umgehen und dann kriegt man das ohne Probleme hin. Upsa. Sehr schön. Und wir sind wieder da. Schöne Fluganlage auf jeden Fall. Und dann nochmal mit ihm reden. Link, mein Schwesterchen ist wieder da. Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich bin so erleichtert. Danke, Link. Und wir bekommen tatsächlich nochmal 5. Voll geil. Und damit haben wir jetzt sage und schreibe 28. Cool. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, ich glaube, eine Mission gibt es noch, dann hätten wir 30. Und ich weiß, bei 30 gab es auf jeden Fall nochmal eine Belohnung. Wir haben zwar die ersten noch nicht abgeholt, aber da, bei 30 gibt es nochmal eine. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach ganz oft mit ihr hier reden. Dich sehe ich ja häufiger in letzter Zeit. Ich glaube fast, du bist mein bester Kunde.
Moment mal, kommst du etwa wegen mir? Klar. Was? Ehrlich? Das sagst du doch jetzt nur so, um mir zu schmeicheln, oder? Aber ein wenig glücklich macht es mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Ja, ich möchte es tatsächlich benutzen. Ich sag's ganz offen, eine dritte Flasche brauchen wir, glaube ich, aktuell nicht. Und ich möchte sie auch nicht verkaufen. Ich kann sie auch gar nicht verkaufen. So. Ja, vielen Dank und so. Sag bloß, du bist nur meinetwegen hergekommen. Wieso willst du denn das Itemlager? Willst du denn das Itemlager benutzen? Nö. Wieso sprichst du mich an, wenn du hier doch gar nichts zu tun hast? Ja, weil ich mit dir flirten möchte. Beziehungsweise, warte mal. Tu mir doch das Holzschild auch mal weg. So, warte mal. Ich muss jetzt ganz oft mit der reden, dass er aufhört, so gelangweilt zu sein, sondern sich freut, wenn wir kommen. Und dann gibt es da irgendwie eine Sidequest mit ihrem Papa und alles. Mama. Ob ich das noch so hinkriege. Einfach mal ein bisschen mit ihr reden. Okay, jetzt probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch irgendwie steigert. Und jetzt müssen wir zu ihrem Papa. Aber das geht nur nachts. Das heißt, wir müssen jetzt wieder... Oh, wir müssen wieder schlafen. Schlafen. Von ihr aus kannst du das Schild nicht lesen. No shit, Sherlock. Wie kommst du denn auf die Idee? Aber es glaubt oder nicht, das hätte sogar ich gewusst. Oh Mann. So. Jetzt weiß ich zum Glück wieder, wo mein Zimmer ist. Ha! So, wieder bis nachts schlafen. So. Hoch muss ich. Das ist nicht hoch. Mein Orientierungssinn gleich dem einer Gurke. Alter. Hör doch mal auf, so zu schnaufen. Wo muss ich jetzt hin? Ach ja, zu Pikas Papa. Wie heißt übrigens Pika? Und soweit ich weiß, ist es hier irgendwo beim Bazar. Rissa, ne? Hier vielleicht? Hallo? Ach, das ist er. Hey, hallo du. Willkommen im Haus des ehemaligen und des amtierenden Models von Wolkenhort. Wie, du hast noch nie von mir gehört? Ich war im Wolkenhort als Model tätig. Oder kennst du vielleicht das amtierende Model Pika aus dem Itemlager? Ich bin ihr Vater. Zu viele Informationen für dich? Ach, die jungen Leute von heute. Okay, ich glaube, wir können es noch nicht machen. Dann machen wir das doch einfach nächstes Mal, wenn wir wieder zurückkommen. Dann holen wir uns einfach die Belohnung ab, die wir jetzt schon kriegen können. Wir sind seit einer Stunde nur am Sidequest-Farm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich mache das ja nicht irgendwie einfach, um euch zu ärgern oder so. Nee, es macht tatsächlich Sinn. So. Das Gute ist, wir müssen nicht mehr diese Tür neu öffnen. Die bleibt offen.
Geht schneller. Mausigos Hütte. Das Coole ist, wenn wir irgendwo mal in einer Hütte waren, kriegen wir auch die Namen und alles angezeigt, wer da wohnt. So. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. So, wir bekommen zuerst mal die mittlere Geldbörse. Sie bietet etwas mehr Platz als eine alte Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 500 Rubine aufbewahren. Genau. Oh, ich spüre die Wärme, die von den Juwelen der Güte ausgeht. Nimm dies als Zeichen meines Dankes für all die Mühen, die du auf dich genommen hast. Und wir bekommen noch ein Herzteil. Dir fehlen nur noch 3 weitere. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. So, mehr gibt er mir nicht, aber wir haben eine mittlere Geldbörse bekommen. Darf ich sie euch mal zeigen? Also, 500 plus 900 ergibt einen Platz von 1400 Rubinen. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir für heute hier einen kleinen Cut. Ich weiß. Warum tut er das? Ganz einfach, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe, als auf Links Arsch zu gucken. Ja, ich habe tatsächlich nur ein bisschen Zeit gehabt heute, deswegen. Aber wir haben ein bisschen was erreicht. Also gerade von den Sidequests her haben wir ziemlich viel geschafft. Wir sind jetzt zwar Zelda nicht hinterhergegangen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Versprochen. Ich tue jetzt hier mal kurz speichern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier an dieser Stelle vielleicht, auch wenn es Tag ist. Ich überlege mir, ob wir da... Ja, vielleicht tue ich kurz auf Tag wieder umschalten, wenn wir uns hier wieder sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, falls es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Das letzte Mal haben wir aufgehört, nachdem wir über eine Stunde Side-Ops gemacht haben, also Nebenmissionen. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so das Spannendste gewesen, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber es ist nach wie vor ein Abenteuer, wo wir gerade durch diese ganzen Nebenmissionen davon profitieren. Und wir haben das letzte Mal versucht, noch bei ihr eine zu machen, aber weiß nicht, irgendwie ist sie nicht so ganz begeistert, dass wir da sind. Aber gut. Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht... Wir haben ja Platz. Wir nehmen einfach eine Flasche wieder mit. So. Das Schild können wir ja da lassen. Ja. Irgendwie müssen wir sie dazu bringen, dass sie uns mag. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Ja. Die mag uns, glaube ich, nicht so. Bomben können wir eh gerade nicht führen. Das haben wir alles. Das lassen wir mal. Der hat wieder Probleme mit seinem Kind. Ja, okay. Lassen wir das mal. Terry hat auch nichts mehr, wo wir benötigen würden für die nächste Schlacht oder für das nächste Abenteuer. Deswegen mit unserem neuen Eisenschild in der Hand würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal ins nächste Abenteuer. So. Oh je, bloß nicht dagegen knallen. Sehr schön. Okay, nachdem wir Giraim und, ja, Zelda nicht direkt, aber sie war zumindest da, Giraim besiegt haben und die erste oder die zweite neue Platte bekommen haben. Jetzt muss ich gerade gucken, wo müssen wir denn hin? Ach, zum roten. Steintafel. Können wir jetzt ins zweite Gebiet reisen, nämlich nach Elden. Und da begeben wir uns jetzt hin. So. Bisschen weiter noch. Wirklich mehr können wir nämlich leider aktuell nicht machen. Deswegen macht das gerade am ehesten Sinn, wenn wir einfach weitermachen mit dem Abenteuer. Auf der Suche nach Zelda. Und runter geht's.
Das sieht halt nach einer heißen Angelegenheit aus. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan Elden, ein noch sehr aktiver Vulkan. Vulkan Elden. Dieses Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Ich empfehle, auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Als du in Brand gerätst, würde eine Rolle oder eine Wirbelattacke das Feuer vermutlich löschen. Vermutlich. Okay. Sieht nach einer heißen Angelegenheit aus. Okay, dann suchen wir mal. Deswegen habe ich das Holzschild da gelassen und das Eisenschild mitgenommen. Das hätte uns nämlich nicht wirklich viel gebracht hier. So. Oh, Fei hat schon wieder was zu sagen. Gebieter, du befindest dich derzeit auf der Suche nach Zelda. Erinnerst du dich, wie du mit der Aura-Suche nach Zeldas Aura-Hall nach Zelda ausschalten kannst? Vergessen. Gebieter, halte für die Aura-Suche C gedrückt. Wähle aus, was du suchen möchtest, indem du mit der Wii-Fernbedienung darauf zeigst. Die Schwertspitze reagiert dann auf das gewählte Ziel. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker die Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Bitte wähle Zelda aus, damit wir unsere Suche fortsetzen können. Ja, schon okay. Okay, dann gucken wir doch mal. Also da lang. Okay, ich werde nämlich sonst... Ich glaube, da komme ich eh gerade nicht lang. Jetzt steck's wieder ein. Okay, das sind sinkende Felsen. Das gefällt mir nicht so. Okay. Oha. Halt, halt, halt. Ich lasse nicht zu, dass du unser Revier hier verwüstest. Moment, hey Ferry, der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Ja, ja, kann schon sein, aber muss er uns so erschrecken? Nix für ungut, aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Okay, was bist du? Suchst keine Schätze, sondern deine Freundin? Wie sieht sie denn aus? Da ist nämlich vorhin jemand vorbeigerannt, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Aber ich habe nur gesehen, dass es keiner von den roten Kerlen war. Wer immer es war, er ist bestimmt da weiter vorn, also versuch doch einfach, ihn einzuholen. Aha, also Zelda ist hier, eventuell. Wir Mogma haben diese Gegend zu unserem Revier gemacht und suchen hier Schätze. Wir sehen Schatzsucher. Hier gibt es viele dieser roten, blauen und grünen Steine, die man Rubine nennt. Es gibt sogar silberne und goldene. Und ein hartes Metall für Ausrüstungsgegenstände, aber das ist nicht unbedingt ein Schatz nach meinem Geschmack. Du bist sicher auch wegen der Schätze hier, was? Aber wenn du das sagst mit dem Eldenerz, warum nicht? Das brauchen wir nämlich für das Schild. Ich sag immer Schwert. Aber ich meine eigentlich das Schild. So. Okay, ein bisschen Rubine sammeln, nachdem wir so viel ausgegeben haben letztes Mal. Sehr schön, sie ist untergegangen. Okay, die halten jetzt nicht wirklich viel mehr aus als die vorherigen. Aber können mich halt in Brand stecken. Und ich habe gehört, es sei nicht so gesund. Ah, stimmt, das... Ja. Das Feuvolk geht ja hoch und nach unten. Ganz vergessen. Warum springst du nicht, du Idiot? Oh Mann.
Er muss doch einfach nur rum, er muss doch einfach nur hüpfen. Oh nee, habe ich mich jetzt hier echt festgesetzt? Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Komm, hoch, hoch, hoch. Nicht untergehen, nicht untergehen, nicht, bitte nicht untergehen. Okay. Wir haben ein bisschen gelitten, aber wir haben es überlebt. Na komm her. Komm, 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 komm. Dann halt nicht. Jetzt kommen sie. Yeah, zwei auf einen Schlag. Puh, bisschen warm hier. Hm, dich habe ich hier noch nie gesehen. Gehörst du etwa zu diesen roten Kerlen? Nein. Bin doch grün. Siehst auch anders aus. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Hm? Das da sind Donnerblumen. Die wachsen hier in der Umgebung. Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du sie durch Drücken von A auf, explodieren sie nach kurzer Zeit. Aber wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss, sind sie toll. Wir Morgmann nutzen sie auch gern. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp dir doch mal eine der Donnerblumen hier und probier's aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man etwas wirft oder rollt? Doch. Wirklich? Zeige mir eine WeFam nach oben und bewege sie ruckartig nach vorne, um etwas zu werfen. Um etwas zu rollen, zeige mir eine WeFam nach unten und bewege sie ruckartig nach vorne. Ist ganz einfach. Das wusste ich doch schon. Aber trotzdem danke. So, endlich mal ein paar Bomben. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Warte mal. Warte. Bitteschön. okay. Er ist komplett zerbröselt. Schön. Ich hab gedacht, vielleicht spaltet er sich nur. Okay, da kommen wir nicht durch. Da ist ein blauer Rubin. Ich weiß auch schon, wie wir da hinkommen. Na her. Jawohl. Das war schön. So, gib mir das. Dankeschön. Moment, ich muss ganz kurz was gucken. Moment, Moment, Moment. So, Entschuldigung, ich musste ganz kurz mich um mein Privatleben kümmern. Das war gerade tatsächlich wichtig. Okay. Noch ein paar Bomben hier und da und hier so. Perfekt. Da oben gibt's... Ah, nochmal ein Fünfer. Geil. Und da scheint es weiter zu gehen. Dankeschön. Das gefällt mir. Was haben wir denn da? Ach, hier kann ich mich hinsetzen. Das ist cool. So. Danke. Einfach mal ausruhen. Das tut echt gut. Oh, was haben wir denn da? Ein Bernstein. Juhu. Oh, halt. Das habe ich gesehen. Ein Marienkäfer. Warte. Zwei sogar. Du hast zwei Magmarienkäfer gefunden. Angeblich fährt sich dieses Insekt rot, wenn man es mit Erz füttert. Ist sehr ruhig und bewegt sich kaum. Ach, schön. Cool. So. Ha, zum Glück sind wir hier nochmal reingegangen. Okay. Ich habe doch da gerade oben die Fledermäuse gesehen. Na also. Herzen brauche ich gerade nicht. Eine Statue. Ich glaube, ich lasse es mal. Obwohl, ich sollte zum... Ja, nee, komm, wir speichern. Ich habe ja tatsächlich einen Backup-Spielstand gemacht, also keine Sorge, da kann nichts passieren. Seit das damals wann war das? 2014 oder so mit Paper Mario Color Splash passiert ist, dass die Hälfte vom Spielstand weg war durch das ganze Autosave und so, tue ich lieber immer ein paar Reservespielstände anbringen. Muss ich da was durchrollen? Ja, muss ich. Moment. Das kriegen wir hin.
Und hopp. Nice one. Und eine kleine Minitruhe. Er wird ein paar Rubine haben oder vielleicht ein Schätzchen. Ja, das sind ein paar Rubine. Das gefällt mir. Aha, und schon haben wir wieder 50. Was ist das hier? Herabhängen. Nö, warum? Ich will doch nicht in die Lava rein. Oder vielleicht doch?